Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu TV Berlin Aktuell. Die Geduld von Eltern mit schulpflichtigen Kindern in Berlin wurde in den vergangenen Jahren über Gebühr strapaziert. Nicht vergessen ist bis heute der Streit über die Schulreform oder erst vor kurzem die lange Diskussion über schlechtes Schulessen. Jetzt geht es weiter, denn der Senat plant ein neues Schulgesetz. Ärger ist da vorprogrammiert. Nina Köhnen mit den Einzelheiten. Der Senat will die Schlupflöcher stopfen, die es bisher für Neugründer freier Schulen gab. Bislang mussten jene, die eine neue Schule gründen wollten, bis zu 5 Jahre warten, bevor sie staatliche Zuschüsse bekamen. Bewährte Träger jedoch, die bereits Schulen betreiben, sind von dieser Frist ausgenommen. Es sei jedoch öfter vorgekommen, dass dies von freien Trägern ausgenutzt wurde. Dass sich ein neuer Träger dann unters Dach gesetzt hat eines bewährten Trägers, um die staatlichen Mittel zu bekommen und dann nach der Wartefrist, zum Beispiel im Grundschulbereich sind es 5 Jahre, dann wieder aus dem Dach rausgeschlichen oder sozusagen rausgegangen ist und dann eigenständig war. Und das geht natürlich nicht. Die Wartefristen sind ja auch nicht ohne Grund da, damit die Schulen zeigen, so ist es ein qualitativ guter Unterricht, eine qualitativ gute Schule. Und wenn wir das feststellen, dann müssen diese Träger die Förderung zurückzahlen. Einige der Reformen enthalten Erleichterungen für die Schulkinder sowie ihre ganze Familie. So haben in Zukunft Geschwisterkinder bei der Wahl der weiterführenden Schule Vorrang. Und auch wer in der 10. Klasse ein Auslandsjahr einlegen will, findet schneller den Weg ins deutsche Schulsystem zurück. Wir ermöglichen jetzt, wenn Sie dann in der 10. Klasse im Ausland sind, dann zurückkommen, dass es direkt in die 11. Klasse geht und dass Sie eben die MSA-Prüfung nicht machen müssen. Also dass das keine Hürde ist, dass Sie in der 10. nicht da waren, um die MSA-Prüfung abzulegen. Und ich glaube, dass wir da viele Familien auch jetzt motivieren, ihre Kinder, also die das möchten, ins Ausland zu schicken. Die Gesetzesänderungen kommen den Familien nicht nur entgegen, sondern stellen auch Forderungen. Eltern sollen künftig Bußgelder bis zu 2.500 Euro zahlen müssen, wenn ihre Kinder nicht an den vorschulischen Sprachtests und Förderungen teilnehmen. Das betrifft, denke ich mal, vorwiegend Eltern, die gar kein Geld haben. Und da frage ich mich, woher die das Bußgeld nehmen sollen oder ob hier nicht andere Maßnahmen gelten sollen, wie zum Beispiel, dass das Jugendamt sich damit einschaltet. Aber Bußgelder haben, glaube ich, noch nie die Einstellung wirklich verändert. Wie bei allen Gesetzentwürfen ist es bis zur Beschlussfassung noch ein langer Weg, über die Vorlage beim Rat der Bürgermeister bis zur Einbringung ins Abgeordnetenhaus. Es dürfte also noch etwas dauern, bis die Reformen endgültig in Kraft treten. An Kunst scheiden sich ja bekanntlich die Geister, so auch in der Mauerstraße in Mitte. Da stehen nämlich an der Ecke Krausenstraße gleich 2 Kunstwerke. Eine Erinnerungsskulptur an die Bethlehemkirche, die nach dem Krieg gesprengt wurde, und gleich daneben eine Skulptur, welche zusammengeschnürten Hausrat zeigt. Für die Baustadträtin von Mitte ist das zu viel Kunst an einem Ort. Die Kirchenskulptur, die soll weg. Für die Gemeinde ist das nicht hinnehmbar. Ildiko Bogner zu dem Kunststreit in Mitte. Es ist keine übliche Kirche, die in der Nähe des Checkpoint Charlie steht. Die Stahlkonstruktion des spanischen Künstlers Juan Garazabal erinnert an die einstige Bethlehemskirche, die bis vor rund 50 Jahren an diesem Ort stand. Das metallene Kunstwerk ist anhand der architektonischen Linien des von der SED gesprengten Vorgängerbaus entstanden. Allerdings wurde die Ausstellungsfläche am Bethlehemkirchplatz nur temporär beantragt. Nun läuft die Genehmigung ab und die Konstruktion soll weichen. Ulrich Schöntu von der Gossener Mission, der für den Erhalt des Werks kämpft, versucht die Argumente der Bezirksstadträte nachzuvollziehen. Das eine ist die Frage, wie wird ein solches Kunstwerk finanziert? Das heißt, es hat ja Betriebskosten, bräuchte einen Anstrich. Und das ästhetische Argument ist des Stadtbezirkes, es würde quasi die Aura des Stadtbildes hier stören, weil Konkurrenzbeziehungen entstehen. Konkurrenz einmal zum Bodenmosaik und zweitens zur Skulptur von Klaas Oldenburg, die geschnürten Hausrat böhmischer Flüchtlinge darstellt. Zuständig für die metallene Kirche ist im Bezirk die Kunst am Baukommission unter der Leitung von Stadträtin Sabine Weißler, die auf Anfrage schriftlich mitteilte, sie habe lediglich eine Empfehlung für den Abbau der Konstruktion ausgesprochen. Wenn Herr Staatssekretär Schmitz nach Abwägung auch dieser Empfehlung zu der Auffassung gelangt, das Projekt sei für das Land Berlin von Bedeutung, kann er es an sich ziehen. Das heißt, er wird Herr des Verfahrens.
Sprich, der Kulturstaatssekretär André Schmitz soll sich darum kümmern, wenn er denn will. Auch aus dessen Büro ist am Dienstag nur eine schriftliche Stellungnahme zu erhalten, in der es heißt, die Senatskulturverwaltung spricht sich für eine Verstetigung des Kunstwerkes aus. Der Beratungsausschuss Kunst hat deshalb den zuständigen Bezirk gebeten, die Möglichkeit einer dauerhaften Installation zu prüfen. In den kommenden Wochen soll sich entscheiden, ob am Bethlehem-Kirchplatz auch weiterhin eine Bethlehemskirche stehen darf, selbst wenn diese nur aus Stahl besteht. Bei uns geht es jetzt erst einmal weiter mit den Kurzmeldungen. Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt informiert mit einem neuen Pavillon über die umstrittenen Baupläne für das Tempelhofer Feld. Es sei falsch, dass die Stadt das gesamte Feld bebauen wolle, sagte Senator Michael Müller. An den Rändern sollen jedoch Wohnungen und Bildungseinrichtungen entstehen. Die Initiatoren des Volksbegehrens haben bislang nach eigenen Angaben 75.600 Unterschriften gesammelt. Bis zum 13. Januar 2014 müssen es 174.000 Signaturen sein, damit über ihren Gesetzentwurf abgestimmt wird. Die Initiative will erreichen, dass das gesamte ehemalige Flughafengelände unbebaut bleibt. Weitere Meldungen aus der Stadt gibt es jetzt im Filmüberblick. Beeinträchtigung. Erneut ist es bei der S-Bahn im Berufsverkehr zu Verspätungen gekommen. Am Dienstagmorgen beeinträchtigte eine Signalstörung den Verkehr zwischen den Bahnhöfen Frankfurter Allee und Storkower Straße auf den Linien S42, S8, S85 und S9. Erst am Montagmorgen hatte nach Angaben der S-Bahn Berlin GmbH eine Weichenstörung in Neukölln für Verspätungen gesorgt. Noch bis zum 9. Dezember kommt es zudem wegen Bauarbeiten im Nord-Süd-Tunnel auf der S1, S2 und S25 zum Einsatz von Bussen zwischen den Bahnhöfen Anhalter Bahnhof und Nordbahnhof. Auszeichnung. Die TV Berlin-Sendung Berlin kocht ist in der Kategorie Bestes regelmäßiges Magazin mit dem Metropolitan 2013 ausgezeichnet worden. Die Sendung, in der Nora Schmidt zusammen mit Spitzenköchen aus der Hauptstadt Sterneküche präsentiert, entsteht in Zusammenarbeit mit Kaisers. Mit dem Metropolitan werden TV-Produktionen ausgezeichnet, die vorbildhaft sind für die speziellen Programmbedürfnisse und Möglichkeiten des regionalen und lokalen Fernsehens. Wer in den kommenden Wochen einen Weihnachtsmarktbummel machen möchte, der hat in Berlin die Qual der Wahl. Ob Rummel am Alexa oder der traditionsreiche Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau, es wird für jeden Geschmack etwas geboten. Natürlich gibt es auch die Klassiker, die für Berliner und Touristen gleichermaßen interessant sind. Dazu gehört ganz sicherlich der Weihnachtsmarkt am Opernpalais. Ina Buchholz lädt Sie jetzt zu einem Besuch ein. Der Weihnachtsmann hat auf seiner Reise zu den Menschen Station am Opernpalais gemacht. Es hat sich im Himmel herumgesprochen, dass man hier tolle Geschenke bekommt. Auf dem nostalgischen Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr wieder viel Individuelles und Handgemachtes angeboten. Wir haben wieder Kunsthandwerker von der ganzen Welt, von Nairobi, die Südtiroler Holzschnitzerei nicht zu vergessen. Unsere Spezialitäten, die man beim Skifahren oder Wandern in den Bergen bekommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Mehr als 150 Marktstände sind vertreten. Für die Kleinen gibt es ein Karussell, eine Märchenhütte und ein Riesenrad. Zudem sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für zusätzliche Weihnachtsatmosphäre. Zum ersten Mal auf dem nostalgischen Markt am Opernpalais ist eine Künstlerin aus der Ukraine. Sie stellt Puppen aus Wollfäden her. Sie sehen hier ganz typische ukrainischen Muster. Für eine Puppe braucht die Künstlerin 10 Minuten. Ich glaube, wir werden auch hier mit kleinen Kindern das auch tun. Das ist ganz leicht. Wir haben auch Werkzeug dabei und die Kinder können auch mitmachen. Gegen den Hunger gibt's jede Menge Süßes und Deftiges und gegen die Kälte Glühwein und Feuerzangenbowle. Weihnachtsflair, wie es auch Bürgermeister und Innensenator Frank Henkel mag, der zur Eröffnung des Marktes gekommen war.
Ach, ich gehe ganz gerne mal auf den Weihnachtsmarkt. Das Schöne hier in Berlin ist, dass wir ja auf relativ engem Platz verschiedene Weihnachtsmarktangebote haben, wo für jeden etwas dabei ist. Viel Besinnliches, einen nostalgischen Weihnachtsmarkt, auch Märkte, wo der Rummelmeer im Vordergrund steht. Also kurzum, für Groß und Klein, für jeden Geschmack etwas dabei. Das macht die besondere Mischung Berlins. Noch bis zum zweiten Feiertag kann man auf dem nostalgischen Weihnachtsmarkt zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Opernpalais einkaufen, flanieren und genießen. Fehlt nur noch ein bisschen Schnee. Der wird schon noch kommen, hat uns der Wahrsager erzählt. Den gibt es hier nämlich auch. Und wir kommen zum Wetter. Bitterkalt ist es vor allem in den Nächten, aber auch tagsüber steigen die Temperaturen nur knapp über den Gefrierpunkt. Eigentlich ist das ja das richtige Wetter für einen Weihnachtsmarktbesuch und ein Becher Glühwein. Doch so bleibt es natürlich nicht, denn pünktlich zum ersten Advent wird es wohl wieder milder. Hier folgen gleich die genauen Aussichten. In der Nacht bleibt der Himmel klar und erst zum Morgen hin ziehen ein paar Wolkenfelder über die Stadt hinweg. Es bleibt also trocken, das Ganze aber bei bitterkalten minus 4 Grad. Der Mittwoch wird größtenteils mäßig bis stark bewölkt sein, aber es gibt auch etwas sonnige Abschnitte. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest, das Ganze bei Höchstwerten von 4 Grad. Die Aussichten für die kommenden Tage: Donnerstag lichtet sich noch stellenweise das Wolkenband, doch ab Freitag bleibt der Himmel grau in grau und insbesondere am Samstag muss mit Niederschlag gerechnet werden. Das Quecksilber steigt dabei aber wieder auf Werte von 5 bis 7 Grad. Und das war es aus der TV Berlin Nachrichtenredaktion. Immer zur vollen Stunde erfahren Sie hier bei uns das Neueste aus unserer Stadt. Sonst gibt es natürlich auch alles Wissenswerte unter tvb.de oder Sie klicken auf unseren YouTube-Channel. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen jetzt von dieser Stelle aus wie immer noch viel Spaß hier bei uns im Programm.